Ein wunderschönes Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich tierisch, dass ihr wieder da seid zum Training, Tag 3, Schultertraining mit diesem Band. Das Band, wie immer, verlinke ich euch unten in den Infos, welches ich euch empfehlen würde. Ihr könnt natürlich auch jedes andere nehmen. Wichtig ist, ihr braucht Karabinerhaken und verschiedene Stärken in diesem Band. Heute ist, wie gesagt, Schultertraining mein Lieblingstag. Darum freue ich mich, darum bin ich so gut gelaunt. Nicht nur, weil schönes Wetter ist, sondern auch einfach, weil Schultern das ist, was mir am meisten fehlt. Ich bin recht groß und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe früher, wo andere Leute kein Bein trainieren, habe ich keine Schultern trainiert. Das rächt sich heute. Und darum freue ich mich immer extrem darauf, Schultern zu trainieren und euch mitzunehmen. Wir machen das wie immer. Wir machen 4 Übungen, A2 Sätze, A20 Wiederholungen. Das Ganze wird roundabout 5 Minuten dauern. Ich bin schon darauf angesprochen worden, das letzte hat irgendwie 6 Minuten gedauert. Tut mir leid. Ihr könnt gerne da reinskippen. Wenn ihr merkt, dass es euch zu leicht ist, bitte dieses Band hier austauschen. Ja? Einfach drückt kurz Pause, macht ein neues Band rein und wenn es euch dann immer noch zu leicht ist, macht es nochmal. Von der Belastungssteuerung her könnt ihr dieses Training einmal bis sogar dreimal die Woche machen, weil es relativ kurz ist. Wie ihr Lust habt, im Prinzip könnt ihr eins dieser Trainingsprogramme, die ich euch hier reinstelle, jeden Tag machen. Und auch 2 sind möglich. Ist von der Belastung her absolut in Ordnung. Da würde ich sagen, wir beginnen damit, wie immer, dass wir uns draufstellen. Das ist bei diesen Bändern immer ganz einfach gemacht. Ihr stellt euch einfach hier in die Mitte mit beiden Füßen drauf. Leider ist meine Kamera hier in diesen Räumlichkeiten noch so, dass man das nicht sehen kann. Aber glaubt mir, ich stehe jetzt drauf. Ihr schaut, dass ihr hier rechts und links eine leichte Spannung schon mal habt. Und von da aus machen wir Seitheben. Seitheben ist die beste Übung für den seitlichen Schulterkopf. Wichtig ist, ihr macht Brust raus, Schultern zurück und geht ganz leicht nach vorne. Ja, das ist ganz wichtig. Viele versuchen sich verkrampft hier nach hinten zu gehen und so weiter. Macht das nicht. Und dann schaut ganz, ganz wichtig, dass euer Trapez unten bleibt. Das heißt, wenn ihr hochgeht, hier arbeitet und nicht, übertrieben gesagt, das hier macht. Ja, ihr müsst nicht allzu weit hochgehen. Wichtig ist nur, nehmt den Arm kurz vor die Streckung. Hat einfach den riesen Vorteil, dass ihr einen längeren Hebel habt. Dadurch habt ihr eine höhere Belastung, braucht ein geringeres Gewicht. Aber ja, hat halt den Vorteil. Es gibt viele, die haben ein kleines Gewicht und machen hier diesen Theken-Tresen-Trick. Macht das nicht. Gut, genug gequatscht. Lasst uns loslegen. 20 Wiederholungen reingreifen. Ihr macht im Prinzip, man hat früher mal gesagt, als wenn ihr das ausschütten wolltet. Und hoch. 20. 19. 18. 17, sehr gut, 16, 15, 14, versucht immer euren Bauch auf Spannung zu halten, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 mal, 5, 4 und 3, 2 mal, 1 mal und ab, sehr gut, erster Satz. Eigentlich solltet ihr es jetzt schon merken. Optimal ist, wenn ihr vor diesem Training, bevor ihr mit mir einsteigt, euch ein ganz klein bisschen aufwärmt. Das hier sind direkt Belastungssätze. Macht es so schwer, dass ihr vielleicht 23, 24 Wiederholungen höchstens machen könntet. Ja, wenn ihr merkt, ihr könnt nur 14 machen, 13 machen, ist es auf jeden Fall zu schwer. Gut, zweiter Satz. Nochmal. 1, 2, 3, sehr schön. 4, 5, 6, sehr gut, macht ihr das. Schultern raus, Brust. Genau, Brust raus, Schultern zurück. 9 und die Hälfte haben wir. Und noch 10. 9. 8. 7. 6. Sehr gut. 5 und kämpfen. 4. 3. 2. Ruhig mitsprechen. 1. Und ab. Sehr gut. Das war für den seitlichen Schulterkopf. Wichtig ist, an der Schulter habt ihr im Prinzip 4 Partien, die wir trainieren müssen. Das ist einmal die Seite, das ist vorne und das ist hinten. Und der 4. Teil ist der Trapez. Nacken, wie manche Leute sagen, aber ich habe mal gehört, Nacken sagt man beim Metzger. Also, der Trapez. Das werden wir auch heute alles trainieren. Alles mit diesem Band. Wie gesagt, Beschreibung ist unten in der Video. In der Videobeschreibung. Zweite Übung für die vordere Schulter. Ihr stellt euch wieder drauf. Und jetzt machen wir das Ganze einfach nach vorne. Das heißt, ich mache es mal seitlich, damit ihr es besser seht. Wir gehen bis zur waagerechten hoch und wieder runter. Ja? Das heißt, und 1, 2, 3, gut, 4, 5. Das Gewicht in beide Richtungen mitführen ist ganz wichtig. 7,
8, 9, 10, sehr gut, 11, 12, gut macht ihr das, 13, sehr schön, 14, 15, letzten 5 kommen, 4, 3, zweimal, einmal und ab, sehr gut. Ja, das war jetzt im Prinzip für den vorderen Schulterkopf. Die Sachen, die wichtig sind, sind immer Schulter nach hinten, Brust raus. Im Prinzip das Brustbein zeigt nach oben weg, dann seid ihr immer in einer guten Position. Gut, dasselbe nochmal. Eins, zwei, bis ungefähr in die Waagerechte, ein klein bisschen drüber. Vier und fünf. Sehr gut. Sechs, sieben, acht. Wenn es jetzt noch nicht brennt, ist es wahrscheinlich zu leicht. Und Halbzeit. Gut, für mich wird es schon richtig schwer. 11, 12, gut. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sehr gut. So, wir haben jetzt gemacht. Die letzte Übung war für den vorderen Teil. Den seitlichen Abend haben wir angefangen, das Seitheben. Das heißt, als nächstes kommt hinten. Da werden wir im Prinzip dasselbe machen, also in die Mitte stellen, wieder wie vorher. Und jetzt mit dem Oberkörper leicht nach vorne gehen. Und jetzt hier auseinander. Eins, zwei, drei, sehr gut. Vier, fünf, sechs, sehr gut. Sieben, acht, neun und Hälfte. Elf, zwölf, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19 und 20. So, das ist für mich schon sehr, sehr schwer. Das heißt, der zweite Satz, auf die 20 zu kommen, wird jetzt interessant. Aber auch das schaffen wir. No pain, no gain. Wenn es nicht weh tut, bringt es nichts. Also, 1, 2, 3, 4, sehr gut, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Hälfte noch, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, einmal und ab. Sollte es bei euch so sein wie bei mir jetzt gerade, ihr habt gemerkt, der letzte Satz hinten, ich hatte keine Power mehr. Ich habe vorhin auch schon trainiert, das ist keine Ausrede, das ist nur eine Erklärung. Aber ich habe keine Kraft mehr. Was ihr dann machen könnt, ist nicht abfälschen. Das heißt, solltet ihr in diesen Bereich kommen, wo ihr sagt, ich habe keine Kraft mehr hierfür, dann macht eine kurze Wiederholung. Das heißt, zum Beispiel am Seitheben, dann bleibt hier, pendelt hier. Versucht aber nicht, euch hochzuwerfen. Ja, also macht lieber eine kurze Bewegung, anstatt zu sehr abzufälschen. So, wir haben erste Übung Seite, zweite Übung vorne, dritte Übung hinten. Das heißt, was uns fehlt, ist der Trapez. Auch hier stellen wir uns in die Mitte. Ihr schaut, dass ihr hier schon Griffe habt. Und jetzt geht ihr etwas breiter. Wie gesagt, hier unten müsst ihr schon Spannung auf den Armen drauf haben. So, jetzt geht ihr ganz minimal mit dem Oberkörper nach hinten und geht gleich mit den Schultern nach hinten hoch. Hinten, oben. Wichtig. Viele Leute machen es falsch und gehen ganz gerade. Ist nicht optimal, um Trapez richtig zu entwickeln. Besser als leicht nach vorne oder nach hinten. Eins, zwei, drei, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. Ganz wichtig auch hierbei ist, für die Frauen, die jetzt zuschauen, macht es nicht. Geschweige denn, ihr möchtet gerne auf die Bühne, ihr möchtet in eine Physikklasse gehen oder in eine Bodybuilding-Klasse oder eine offene Klasse, wie auch immer, dann könnt ihr es machen. Aber für die meisten, die es als Freizeit machen, weil das ist ja oft, wenn man hier mit diesen Gewichten arbeitet, dass man eigentlich nicht zu kräftig werden will, dann lasst den Trapez weg. Weil eine Frau mit dem Stirnacken ist Geschmackssache. Ich persönlich finde es auch nicht schlecht, aber die meisten Frauen gefällt es nicht. Und nicht, dass ihr nachher sagt, Phil hat mir die Figur versaut, dann lieber sein lassen. Gut, zweiter Satz. Leicht nach vorne und nach hinten hoch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20. Gut. Kurz 5 Minuten durch. Ich würde euch jetzt gerne noch ein paar Tipps geben, wenn ihr im Training durch seid. Danke. Wenn ihr die nächsten haben wollt, mitmachen wollt, dann gerne die Glocke aktivieren. Lasst uns ein Abo da. Dann als nächstes kommt noch, es fehlt uns noch Brust und Rücken, Beine und dann sind wir durch. Aber noch ein paar Tipps. Das, was wir hier mit dem Tube machen, hat einfach den Vorteil, dass dieser Tube die ganze Zeit auf Spannung ist. Das ist ein Riesenvorteil. Das ist so ähnlich wie hier bei so einem Seilzug. Nein, die Spannung ist einfach länger. Ihr könnt aber auch, wenn ihr kein Geld, keine Zeit, keine Lust habt, könnt ihr entweder Hantel nehmen. Ihr könnt aber auch eine Flasche Wasser nehmen. Ihr könnt alles nehmen, was irgendwie ein Gewicht hat und könnt dieselbe Bewegung machen. Ja? Ob ich jetzt auf diesem Seil stehe und diese Bewegung mache, bis nach hinten, oder ob ich das mit zwei Wasserflaschen mache oder sogar mit einem Buch. Oder schaut nur, dass ihr rechts und links dasselbe Gewicht habt und ansonsten könnt ihr das machen, womit ihr wollt. Gut, ich danke euch vielmals, ich wünsche euch einen schönen Tag und bis demnächst.